Der Arbeitskampf um den Erhalt der Gelenkwelle Mosel geht weiter. Nach dem angekündigten Aus für den Zwickauer Standort von Automobilzulieferer GKN Driveline steht das Werk seit dem heutigen Montagmorgen komplett still. Bei unserem Eintreffen am heutigen Morgen um kurz vor 7:30 bot sich uns ein Meer aus rot gekleideten Menschen mit Fahnen und Bannern, die klare Botschaften hatten. Mit zwei Warnstreiks am 10. und 15. Februar hatte die Belegschaft deutlich gemacht, dass es hier am Traditionsstandort keine lautlose Werksschließung geben wird. Im Vorfeld der vierten Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und der Unternehmensführung am heutigen Tage wollte die Belegschaft zeigen, dass man sich nicht so einfach abspeisen lässt. Das, was bisher auf dem Tisch lag, war Kaiserslautern mit Ostabschlag. Und Kolleginnen und Kollegen, dazu haben wir unsere Meinung in den letzten beiden Wochen relativ deutlich gesagt. Kaiserslautern mit Ostabschlag gibt es mit dieser Mannschaft hier nicht. Den Kolleginnen und Kollegen im Januar nicht nur ins Gesicht zu sagen, dass man diesen Standort schließen will, sondern ihnen dann auch noch 40% weniger Abfindungen zugestehen zu wollen als bei der letzten Schließung in Kaiserslautern 2019. Kolleginnen und Kollegen, das hat nicht mehr viel mit Frechheit zu tun. Das ist eine riesige, riesige Schweinerei und das werden wir nicht mit uns machen lassen. Das, was sie euch und euren Familien antun, euch in eurem Leben einschneiden, etwas zu verändern, euch eure Existenz zu nehmen und das, obwohl ihr jahrelang hier euren Job ordentlich, gut und mit aller Flexibilität, die notwendig war, gemacht haben. Das ist nicht mehr auszugleichen durch einen einzigen Euro. Das ist nicht auszugleichen. Es gibt nicht den perfekten Sozialplan. Der perfekte Sozialplan ist maximal kein Sozialplan für die Kolleginnen und Kollegen. Aber dann auch noch sowas auf den Tisch zu legen und zu sagen, naja, das ist jetzt schon das Maximale. In der zweiten Verhandlung haben sie uns gesagt, das ist das Maximale, was sie uns anbieten können. Und das war Kaiserslautern mit Ostabschlag. Die sollen aufhören mit Zocken und mit Spielen. Heute sollen sie ein ordentliches Angebot auf den Tisch legen. Sonst gibt es die Antwort dieser Mannschaft, da bin ich mir sicher, Kolleginnen und Kollegen. Um nicht nur optisch, sondern auch akustisch zu zeigen, was man von den bisherigen Angeboten der Geschäftsführung hält, wurden dann schon mal die entsprechenden Sprechchöre geprobt. Alles, was geht da rein? Sozialtarif wollen wir! Darum sind wir heute hier! Sozialtarif wollen wir! Darum sind wir heute hier! Wir sind hier! Wir sind laut, weil wir uns die Arbeit rauben! Es gab aber am heutigen Morgen auch Worte des Dankes. Da möchte ich nur mal ganz kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich möchte mich ganz einfach bei euch allen bedanken. Nicht nur die, die jetzt schon heute Morgen hier draußen stehen, sondern bei allen 835 Kolleginnen und Kollegen. Wir alle haben an diesem mittlerweile schon legendären 18.01.2023 auf dieser Verkündigungsveranstaltung erfahren, dass unsere Arbeitsplätze aus Sicht von GKN wechseln. Es war ein Schock für uns alle, ohne Frage. Er sitzt auch noch. Aber wir haben nach diesem Tag gelernt, dass wir was tun müssen. Dass wir aufstehen müssen, dass wir zusammenstehen müssen. Und für dieses Zusammenstehen, weil ich finde, die Belegschaft ist nach dieser Verkündigungsveranstaltung enger zusammengerückt und hat gemerkt, dass wir nur gemeinsam was erreichen können. Einfach mal Danke sagen an alle, die dazu beigetragen haben. Das begann mit unserer Mitgliederversammlung der Sachsenlandhalle. Es ist nicht selbstverständlich, dass an einem Sonntagvormittag über 600 Mann kommen und daran teilnehmen. Das geht weiter bei den Warnstreikveranstaltungen, bei unseren Betriebsversammlungen, die wir gemacht haben, unsere BA-Info-Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Das alles musste organisiert werden, das alles musste durchgeführt werden. Es waren sehr viele fleißige Helfer dabei, die uns unterstützt haben. Auch logischerweise außerhalb ihrer Arbeitszeit, da hat keiner gesagt, nee, ich muss jetzt nach Hause oder irgendwas. Es wurde durchgezogen. Unsere Warnstreikveranstaltungen waren super besucht und auch heute unser 24-Stunden-Warnstreik, der heute stattfindet. Die komplette Mannschaft von der Frische steht draußen vor dem Tor, es ist niemand drin. Wie gesagt, wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn jetzt ziehen. Chapeau, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich beteiligt haben. Dann begaben sich die GKN-Mitarbeiter in Wartehaltung, denn gegen 10 Uhr war das Eintreffen der Unternehmensführung angekündigt.
Wie genau die Erwartungshaltung an den heutigen Verhandlungstag aussieht, haben wir einmal hinterfragt. Wir haben heute unseren 24-Stunden-Warnstreik organisiert. Aus dem Grund ganz einfach, es finden heute wieder die Verhandlungen über Sozialplan Interessenausgleich auf der einen Seite und dann später nachmittags nochmal die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag statt. Um diesen Verhandlungen und diesen hoffentlich Ergebnis Nachdruck zu verleihen, haben wir uns entschlossen, heute eben diesen 24-Stunden-Warnstreik zu machen. Bisher wurde kein tragfähiges Angebot der Arbeitgeberseite vorgelegt. Wir sind immer noch der Meinung, dass das, was uns vorgelegt wurde, das, was in Kaiserslautern vorgelegt wurde, minus dem Abschlag für Ost, warum auch immer nach so und so vielen Jahren nach der Wende, kann uns das keiner mehr erklären, warum hier weiterhin eine Zweiteilung der Gesellschaft stattfindet, der Arbeitnehmer. Und aus diesem Grund, wie gesagt, um den Druck etwas zu erhöhen auf die Arbeitgeberseite, sind wir heute hier und stehen vorm Tor. Wir haben es heute gehört, Sie sind stolz auf die Arbeit. Also das ist, was die Familien hier jetzt mitmachen eigentlich. Und die sind alle heute gekommen und wollen ihren Unmut nochmal darüber kundtun. Ja, richtig. Also man kann nur den Hut ziehen. Ich habe es gerade gesagt, wenn ich einen auf hätte, hätte ich ihn heute gezogen. Es war sicherlich nicht einfach für viele hier, weil wir kamen aus relativ behüteten Verhältnissen, was die Arbeitswelt angeht. Wir hatten einen Arbeitgeber, der gut bezahlt hat, der gute Arbeit von uns verlangt hat und dann der Schock, dass man uns gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr. Die Belegschaft ist zusammengewachsen, wie gesagt. Wir haben gemerkt, dass wir nur gemeinsam irgendwas erreichen können. Da stehen auch alle 832, die hier beschäftigt sind, hinter uns und wie gesagt, das macht uns Mut für die Verhandlungen, dass wir hier was erreichen können. Trotzdem, aus Ihrer Sicht, man muss ja Dinge realistisch sehen. Glauben Sie, es gibt eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Wir haben ja auch mehrere Chancen. Auf der einen Seite hat der Arbeitgeber mit uns die Vereinbarung abgeschlossen, willig zu sein und bemüht sein, hier einen neuen Investor zu finden. Das ist wahrscheinlich die schwerste Variante, die wir haben. Nichtsdestotrotz werden wir dort alle Kanäle anzuzapfen, die uns möglich sind. Und wir hoffen, dass der Arbeitgeber dort die Geschäftsführung denselben Willen zeigt, das auch zu tun. Wie gesagt, inwieweit das von Erfolg gekrönt ist, werden wir sehen. Ansonsten ist unser Ziel eben diese Schließung des Werkes, wenn wir sie schon nicht verhindern können, dann eben für den Arbeitgeber so teuer zu machen, dass die Leute erhobenen Hauptes in eine ungewisse Zukunft gehen können und dann wenigstens sagen können, entweder bis einen neuen Job irgendwo finden, sind sie finanziell erstmal so weit abgesichert, dass es keine großen Lücken gibt. Oder eben dann die Kolleginnen und Kollegen, die rentennah sind, die Zeit dann überbrücken können, bis sie in ihre Rente gehen können. Das ist das, was wir versuchen hier zu erreichen. Dann bleiben wir dran und werden Sie darüber informieren, wie es weitergeht bei der Gelenkwelle in Mosel.